Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Mobile Tycoon. Ja, das ist praktisch eigentlich genau dasselbe Spiel wie der PC Tycoon, nur halt, dass es um Handys geht. Leute, ich würde sagen, wir nennen den STGM Mobile. Das ist mein Firmenname, ich habe sonst keinen Namen. Wir haben ja bei dem PC-Tycoon auch dieses Symbol hier. Ich würde aber sagen, wir machen mal hier eine andere. Ein anderes Symbol, meine ich. Oder, ja, hier ist eigentlich nichts geil, außer die Rakete vielleicht hier. Oh, das hier ist ganz geil eigentlich, so für die World, wisst ihr. Wir machen das. Warte mal, was? Man kann hier auch... Nein, ich will. Leute, ich muss das Spiel nochmal neu starten. Okay, ich bin wieder da und ich habe es hier nochmal neu gemacht. So, jetzt gehen wir natürlich auf Bestätigen und auf Standard. Und ja, wir wollen natürlich als erstes Smartphones entwickeln. Warum sollte man denn Tablets entwickeln direkt danach? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wir haben 15 Millionen Dollar. Okay. Was sollen wir jetzt hier machen? Ich habe übrigens das Tutorial schon mal, also ich habe das Spiel schon mal angetestet, ob es funktioniert. Und ja, also nicht wundern, warum hier kein Tutorial und sowas kommt. Wir machen erstmal hier auf Play. Und müssen, glaube ich, auch jetzt erstmal direkt das Handy entwickeln, oder? Weil, wie man hier schon sehen kann, es gibt nämlich schon ja paar Dinge. So, wir geben an STGM Mobile V1. So, wir haben ja auch direkt nur das als Hersteller. Ja, wir nehmen einfach das. So, Android oder Windows Phone. Also ich muss sagen, Windows Phone, sind die alle gleich oder was? Warte mal, 202. Oh. Gut, an Android ist anscheinend besser. Ja, Android ist besser. Okay, nehmen wir den Android. Ja, wir haben jetzt hier halt nichts zum Auswählen, ne? Weil wir haben leider noch nichts an Punkten. Das ist so ein bisschen das Problem, was wir haben. Aber das macht nichts, weil wir kriegen das. Wir können ja eigentlich alles durchskippen, weil wir können ja nichts auswählen. Aber hier können wir was auswählen, habe ich gerade gesehen. Oha. Ja, wir können ja mal hier so Home-Button-Design. Das sieht aus wie so ein Apple-Gerät jetzt. Ich will kein Apple-Gerät. Nichts gegen Apple. Belichtungswinkel machen wir mal auf 360 Grad. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Titelbeleuchtung machen wir an. Hier machen wir auch 360 Grad. Logo-Hintergrund machen wir natürlich auch an. Box-Design können wir 8 nicht nehmen, aber 6, okay. Und dann kostet das 300 Dollar. Ja, mal sehen, wie das jetzt gut, also ob das gut geht. So, man kann hier... Ja, okay, also hier gibt es auch wieder eine Fabrik, die man sehen kann. Okay. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten, bis das hier auf 100% ist. Sandkasten wollen wir natürlich nicht, das machen wir auch mal hier direkt weg. So. Marketing können wir auch machen, wie ich hier gerade sehe. Na gut, 250.000 haben wir nicht. Das ist ein bisschen problematisch. Was ist das denn hier? Ach so, da, ah. Ja, weil ich das Spiel schon mal gespielt habe, habe ich hier anscheinend schon irgendwie so Punkte. Das ist natürlich blöd, aber egal. Ich habe auch natürlich ein komplett neues Spiel jetzt hier gemacht. Ist der gut? 71% und 71%. Gibt es ja einen für einen besseren? Nö. 61%. Was machen wir denn in der Zeit? Uns Präsentation über andere Sachen angucken oder was? Nee. Lass mal. Ah, hier können wir sehen. Genau, hier können wir auch sehen, wo wir. Also, es ist eigentlich im Prinzip genau dasselbe Spiel wie PC Tycoon, nur halt für das hier jetzt für Mobile. Was geil wäre, wenn die jetzt auch noch so einen Fernseher-Tycoon entwickeln. Also einmal PC-Tycoon, einmal Handy-Tycoon und dann noch so Fernseher-Tycoon. Also sowas in der Art.
Das wäre doch auch geil. So Fernseher entwickeln, hätte ich Bock. Ja, wir haben kein Geld für Präsentation. Ich weiß, dass das nicht geil sein wird hier. Wir machen deswegen die Hälfte. Oh, 4,1. Ja, okay, ist trotzdem nicht geil eigentlich. 3,8 passt. Wir sind auf Platz 9, ja. Also auf Platz 9. 3.500, okay. Wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen mehr Gewinn machen. Und warten wir jetzt, bis das V1 hier fertig gedings hat, weil wir kriegen natürlich auch hier Points noch. Wir können aber trotzdem schon mal kaufen. Das ist ja egal. So. Was können wir kaufen? Tatsächlich gar nichts. Doch, hier, das hier können wir kaufen. Wir können hier mal so ein bisschen. Wir haben jetzt hier mal so den kompletten Design-Dings geupgradet. Machen wir auch mal so. Okay. Aber ich würde es trotzdem noch nicht entwickeln. Ich warte noch mal ein bisschen, bis wir hier mehr Punkte kriegen. Wir haben auch 2012, ist wichtig, da das zu sagen. Ich habe so einen blöden Mückenstich und der tut die ganze Zeit weh. Beziehungsweise nicht weh, sondern er juckt. Ach Mann. Ich müsste mir mal auf Amazon auch dieses Ding holen. Dieses Heizding, was dann nicht mehr so juckt. Ich sehe gerade, wir haben ja schon fast 2000 Fans. Was sehe ich mich wunder? Warum? Wir haben mehr, also weniger Fans als Käufe. Das ergibt gar keinen Sinn. Also wir haben mehr Käufe als Fans. So, warum? Das ergibt ja null Sinn. Warum habe ich denn mehr Käufe als Fans? Eigentlich müsste ich ja da mehr Fans haben. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Wir haben wieder 44 Punkte. Das heißt, wir können hier mal ein bisschen wieder was. Hier, das hier können wir erhöhen, das hier können wir erhöhen. Wir haben jetzt noch 24 Punkte. Gibt es hier irgendwas? Bildschirmhelligkeit. Die können wir auch erhöhen. Ja. Okay, mehr können wir nicht erhöhen. Ach, wir sollten auch mal hier bei denen gucken, natürlich. Öffnungen, ja. Die Kamera, die muss natürlich auch geupgradet werden. Ich habe voll vergessen. Ich habe jetzt hier nur am Bildschirm was geändert. Egal, wir warten noch mal kurz, bis das hier fertig geht. Also ausverkauft ist. Oh, wir haben noch mal 1,3 Millionen gekriegt. Das ist doch schmackhaft. Müssen natürlich auch aufpassen. Die machen ja hier alle. Guck mal, wir sind jetzt schon auf 12. Machen natürlich auch alle mehr Produkte, ne? Ich sollte mal auf minus 5 gehen, oder? Erhöht sich dann die Prozentzahl für die Käufe? Hallo? Für die Käufe, bitte? Minus. Ich hab minus 5% gemacht, also. Ja. Wir haben 14 Millionen mit dem ersten Handy gemacht. Das schmeckt doch, Leute. Sowas mal in echt auch zu machen. Ja, ein echtes Handy mal rauszubringen. Warum nicht? Ja, wir haben es abgeschlossen. Gut. Jetzt müssen wir aber direkt ein zweites rausmachen. V2 natürlich. Oh, hier gibt es neue. Also hier gibt es einen neuen Hersteller. Der ist aber grottenschlecht. Warte mal, was unterstützt der? DDR3. Ah, tatsächlich ist der immer noch besser. Wir können ja auch mal hier gucken, ob hier irgendwas in der. Okay, wir nehmen immer noch den hier mit 6,5 Sterne Bewertung. So, Windows hat hier nichts Neues rausgebracht und Google, Google auch nicht. So, wir können jetzt aber hier ein bisschen was erhöhen. Aber wir sind sogar hier bei 100%, sehe ich gerade. Das ist doch geil. So, die Bildschirmhöhe, die können wir hier auch umändern. Hier irgendwie die Bildschirmhelligkeit haben wir jetzt. Wir sind sogar 16% über den ganzen Leuten hier. Oh, Bildschirmschutz sind wir unter. Wir sind hier ganz drunter. Ja, wir sollten auch eventuell auf die Kamera. Auf die Kamera. Wir sollten auch mal hier Bildschirmschutz und sowas kaufen. Können wir ja machen, wenn wir das hier verkauft haben, würde ich sagen, ne? Die Kamera, da sind wir. Oh. Mit der Kamera sind wir auch komplett schlecht. Warte mal, wir würden 856 Dinger damit machen? Oder was ist das hier? Keine Ahnung. Ja, wir müssen ja auf jeden Fall auch in die Kamera reingehen. Wir gehen das nächste Mal, wenn wir. Also, wenn wir das hier verkauft haben, gehen wir in die Kamera rein. Weil Kameras sind immer sehr wichtig bei Handys. Das muss man wissen mittlerweile. So.
Ladeleistung, da sind wir aber auf 100%. Das ist natürlich wieder schmackhaft. Wir können ja eigentlich alles durchskippen, weil wir haben ja eh nichts. Wir lassen das auch einfach so, weil dann meckern die nicht rum wegen dem Geld. So, und jetzt hier ran an die Arbeit. Was ist hier? Eine neue Präsentation. Ja, muss ich nicht haben. Wir haben auch tatsächlich gar kein Geld für eine Präsentation. Wir müssen erstmal jetzt hier... Wir haben einen großen Großinvestor gefunden, der eine große Summe in die Entwicklung des Unternehmens investiert hat. Budget um 5 Millionen Dollar aufgefüllt. Geil, jetzt sind wir reicher. Das schmeckt doch. Wir sind reicher. Wir sind reicher. Nee, das ist ganz geil. Wir werden immer zu Tag werden wir reicher, ja. Das ist sehr gut. Ja. Wir haben auch schon fast 2013. Meine Güte. Oh, dass wir einen Entwickler haben und dieser Entwickler bin wahrscheinlich ich selber, oder? Warte, bin ich das? Nö. Schade. Plus 34%. Okay, oh, fertig. Mobile V2. Nein, keine Präsentation. Jetzt überlege ich gerade, sollen wir ein bisschen mehr reinmachen? Können ja 75% rein investieren. Da haben wir noch 6 Millionen übrig. Machen wir. 4,3, 5,1. Ist das jetzt besser als das andere? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es schon wieder vergessen. Egal. Auf welchem... Oha. Warum sind wir auf Platz 3? Okay. Das schmeckt doch. Wir sind einfach auf Platz 3 mit dem V2. Ja, das lässt sich leben. So, mal sehen, wie viele Verkäufe wir machen. Ich glaube, wir machen sogar richtig viele gerade. Ja, wir haben auch 4000 Dinger. Wisst, was ich meine? So, wir müssen aber jetzt erstmal in die Kamera reingehen. So, wir gehen in den Kamerastil. In die Zeitlupe gehen wir einmal rein. Öffnung auch. Das hier gehen wir rein. Kameraauflösung, natürlich. Die müssen wir... Also, da sieht man ja... Das ist günstig. Das heißt, da müssen wir rein investieren. Dann kann ich das jetzt wieder upgraden. Jo. So, zack. Direkt nochmal upgraded. So, was gibt's denn hier? Speichertyp. Ja, da sollte ich noch nichts ändern, weil irgendwie die ganzen Google und so noch nichts geupdatet hat hierfür. Bildschirmhelligkeit, die könnten wir auch mal auf erhöhen, weil da haben wir nur 9. Also brauchen wir nur 9. Okay, ich habe einen einzigen Erfahrungspunkt. Aufgrund einer Notlage können unsere Mitarbeiter mehrere Tage lang nicht arbeiten. Das ist natürlich blöd. Aber ich sehe gerade, wir haben jetzt schon 23 Millionen. Jetzt haben wir gleich 25 Millionen damit gemacht. Das schmeckt. 32 Millionen haben wir jetzt insgesamt. Ja, die sind wieder in der Arbeit. Okay. Geil, wir machen auf... Also wir haben jetzt schon unsere ersten 35 Millionen, beziehungsweise unsere ersten 30 Millionen... Dollar erwirtschaftet. Einmal 13 Erfahrungspunkte wieder. Gibt es hier bei der Kamera vielleicht noch irgendwas, was man upgraden könnte? Ja, das hier halt, ne? Die Kameraauflösung, die könnte ich gleich nochmal upgraden. Die mache ich auch gleich nochmal neu. So, zack. Kamera upgraded, zack. Vielleicht schaffen wir das auch nochmal zu upgraden, weil das wäre natürlich noch geil. Also bitte jetzt hier die restlichen Dinge noch verkaufen. Wir machen gleich wieder 75% von dem, was wir halt haben. Oder wir können auch mal 80 machen. Oder auch vielleicht mal 85. Müssen wir mal gleich gucken. Vielleicht ballern wir auch einfach 90% von unserem Gehalt hier raus. Ich glaube nämlich, es könnte geil werden. So. Jetzt können wir gleich die Öffnung einmal nochmal upgraden, wenn wir nochmal 10 Dinger Erfahrungspunkte kriegen. Die sollten wir nämlich gleich haben. Jo, da haben wir sie. Wo ist das? Hier Öffnung, zack. Jetzt haben wir 0. Oha, wir sind Stufe 31 jetzt. Let's go. Sind wir jetzt immer noch auf Platz 3 oder was? Ja, sind wir immer noch. Das ist gut. Xiaomi hat uns noch nicht eingeholt. Alter, Google Pixel 2. Okay, jetzt haben wir gleich die Verkäufe hier alle weg. Wir können jetzt hier... Einer der Mitarbeiter bot an, einen Teil der Unternehmensmittel für die wohltätige Zwecke zu spenden. Spende 500 Millionen, ja. 500.000 Dollar meine ich. Danke unserer Spende konnten wir 5.000 neue Fans gewinnen. Das ist geil. 13.000 haben wir jetzt.
Aber jetzt ist es ja auch gleich ausverkauft. Hier nochmal minus 5% reinballern. Okay, so, Verkauf abgeschlossen. Gut. Wir haben noch 6 Dinger, davon können wir uns aber nichts holen. Jetzt kommt die V3. Zack. Okay. Ist hier irgendwas geil? Nee. Also immer noch ist das hier am besten. Ja, nehmen wir doch mal hier den hier wieder. So. Oh, Google hat jetzt Android 2 rausgebracht. Tatsächlich ist Android 2 auch ein Ticken besser. Ich glaube, wir nehmen dann Android 2. So. Okay, da haben wir nichts. Ich glaube, wir haben hier gar nichts angemacht, oder? Doch hier. Okay, wir haben hier doch ein bisschen was gemacht. So, die Kamera aber jetzt. Kamerastil ist jetzt auf 2. Wie sieht hier Feuer aus? Ah, ein bisschen kleiner, okay. Zeitlupe, ja. Die Kamera haben wir jetzt hier komplett geupgradet. So. Okay, vordere Kamera müssen wir auch mal irgendwie machen. Okay, aber wir ballern das jetzt hier erstmal. Oh, da kommt, wir konnten gerade hier. Ah, ne, das war. Ah, weiß warum. So, wir machen 470. So. Okay, wir erstellen und ballern jetzt unser V3 raus. Wir sind auf dem Platz 4 gerutscht, aber macht nichts. Ich hoffe mal, das ballert jetzt mehr. Das wäre nämlich ganz geil. Okay, wir machen hier natürlich auch wieder sehr viele Erfahrungspunkte. Die sind wichtig fürs Leben. Okay, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nee, so, ich habe jetzt das dritte Projekt erfolgreich abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich 37 Millionen da rein investiere. Ich mache 85%, oder? So, dann haben wir noch 6 Millionen übrig. Komm rein da. 5, 5,9, 6, 4,7. Das ist eine geile Bewertung tatsächlich. Wir sind auf Platz 5, das ist schlecht. Also das ist wirklich schlecht, weil... Okay, wir haben unser V3 praktisch überholt. V2 meine ich. Kann schon wieder nicht reden, ey. Das ist doch zum Kotzen. Okay. Wie viel Geld wir aber machen, das seht ihr erst in der nächsten Folge, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine mehr verpasst. Habt einen Traumhaften Tag. Haut rein, und euer Sanu. Ciao, ciao.